Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part war wieder so ein kleines labyrinthmäßiges Rätselkonstrukt. Und wie ihr seht, haben wir unser Team rapide umgeändert. Aber wir haben noch nicht damit gekämpft, deswegen mal gucken, wie sich das dann in Aktion bewährt. Dies und vieles mehr erfahren Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Part. Du warst gerade eine Sekunde weg. War ganz komisch. War ich gar nicht. Ja, ist okay. Nee, das geht. Da war ein Pilz, der ist wichtig. Ja, aber erst müssen wir irgendeine Möglichkeit finden, um da hochzukommen. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie zu der Kanone. Wie schaffen wir das nur? Ich weiß es nicht. Das ist ja eine interessante Mechanik. Allein Soundtrack. Ich habe gelesen, Klosteinruin. Wie kommen wir jetzt zu den... Ach so, da. Die Klosteinruine. Das wird zu dem Humor von Rabbit passen, oder? Weiß ich nicht. Hä, wo ist die Kanone dazu? Da drüben, ich hab's ja gesehen. Den nein, Pilz, weiter. Die meine ich. Ja, da vorne. Nein, 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 die ist geradeaus vor dir. Wenn du jetzt guckst, vorne rechts. Links. Nein, links. Links? Das ist nicht links. Da. Glück gehabt. Ui. Oh. Das haben wir jetzt voll gebraucht. Stimmt, die waren ja aus dem letzten Fall ausgetauscht, ich weiß. Ach Gott. So, neues Team, bewährt euch. Oh. Ich mache hier durch zusammen so einen kleinen Stern klammern. Warte mal. 7 Gegner. Uff. Warte mal. Besiege 7? Sind das alle? Oder gibt's mehr als 7? Ist jetzt die Frage. Man weiß es nicht. Und hat ja auch so einen Eisenblick, stimmt. Angriff. Ja, aber schön überlegen, bevor wir was machen, ja? Ach, überlegen, nee. Alter. Einfach der Kanal voll mit Splatoon. Leibwächter zieht Gegner an. Ich weiß, das kann manchmal helfen, wenn er zu weit weg ist, also... Ich meine... Kommt her, meine Freunde! Hättest du jetzt noch eine gute Position, aber wir können... nicht mal den einen platt machen. Okay. Aber... vielleicht gleich. Oh, das wäre jetzt auch... Kann der auch diese Sprungattacke machen wie Mario? Ich weiß gar nicht. So, hier können wir auf jeden Fall... Aber wir müssen da auch davor, das können wir ja. Oh, der kann jetzt aber richtig reinkloppen. Ach du heilige, Mario macht jetzt hier... richtig Action. Allerbeste Kombi. Los, Mario! Alter, wie viel Schaden das macht auf Rabbit Luigi. Rabbit Mario. Jetzt ist es noch mehr, oh Gott. Nee, es macht alles relativ gleich viel, dann machen wir es so. Ach du lieber Bam! Och nein. Oh. Das war alles so geplant. Ach du lieber Gott. Das, ja. Schwierig. Aber der Vampireffekt verschwindet, wenn der stirbt, glaube ich. Die Frage jetzt ist, was? Was ist denn das hier? Ja, wir müssen den umbringen. Das ach, man kann doppelte nicht. Teamsprünge machen! Oha! Ob du das nicht wusstest? Nein. Das ist ja ganz neue Möglichkeiten. Halt echt so. Ja, die Frage ist, was macht mehr Schaden, wenn ich das jetzt so mache? Oder wenn er einmal zuhaut? Gute Frage.
Wenn er jetzt zuhaut, kriegt Rabbit Luigi, Mario auch Schaden und stirbt. Also machen wir es so rum. Das Stein können wir ja wegmachen. Wir können ja einen doppelten Teamsprung machen, was ich nicht wusste. Zack. Zack. Und jetzt sollten beide befreit sein. Und du rückst schön vor. Heftig. So, die neuen Gegner können jetzt auch schon was machen, ja, ne? Stimmt. Das ist mal schnell und immer wieder vergessen. Nein, können sie nicht. Ja, es ist halt manchmal ja, manchmal nein. Sehr gut, hier gibt es jetzt nicht mal Gegner, oder bin ich jetzt komplett doof? Man weiß es nicht. Oh, ich glaube, er hätte noch vorher Leibwächter machen können. Na egal. Nee, hätte er nicht, weil er Magnetanz gemacht hat. Alles gut. Ja, dann war es das schon. Hä, es läuft doch. Könnte besser laufen, aber ja. Okay, dann gehst du hier hin. Naja, das bringt ja nicht viel. Der Hammer sollte der Finisher-Move werden. Das ist ja der Hammer. Der Kick wird auch nicht alt. So, dann geh du jetzt auch mal hier hin. Wie, das ist jetzt die Frage, wie krass war Luigi nochmal? Also Luigi ist so krass gewesen. Aber wie krass? Du Arsch, versperrst mir jetzt den Weg. Die anderen können dich nicht mehr bewegen. Hm. Ich muss mal gucken, ob mein Esstisch schon gefroren ist. Stirb! Warum hat das jetzt doch getroffen? Oh nein! Schwierig alles, schwierig. Schwierig. Eisdiener, wo bist du? Nein. Nein. Au. Na. Will ja nichts sagen, aber das wird nicht gut ausgehen. Ja, ich muss sagen, das ist guter Eistee. So, wir sind tot. Warum? Was hast du getan? Wir sind jetzt offiziell tot. Mehr sage ich dazu nicht. Was hast du gemacht? Ja, guck doch. Was hast du getan? Alles. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Nein, wir sehen uns nicht wieder. 9 Minuten. Ja, macht's nicht besser. Das machen wir jetzt im Part. Sonst überzieht's das wieder, so. Genau das meine ich. Was hast du denn gemacht? Was ist eben noch passiert, als ich überzeugt war? Alles. So, wie weit kommen die? Auf jeden Fall. Alter, ich freue mich schon auf die Bonus-Challenges zu dieser Welt.
Die brauchen wir gar nicht erst versuchen. Was soll ich das wieder machen mit dem Ranrufen? Ich habe keine Ahnung. Da darf diesmal aber keiner stehen. Denn es war gut, aber du hast halt gefühlt in der ersten Runde schon ein halbes Team zermetzelt. Wie nah kommen die? Mir ist egal, kommt her. Der eine kommt nicht so nah, wie ich erwartet habe. Oh, da kriegt's aber auch Schaden, ne? Dann. Jetzt der Go. Alter, es gibt After Eight Cherry. Oh, da greift es. Ich vergesse jedes Mal, dass der danach angreift. Aber naja, der eine ist tot. Und das ist Vampir, also ist okay. Gut. Dann kommt Mario. Macht einen Sprung. Jetzt steht der schon wieder darum, ey. Ich raste aus. Mario macht einen Sprung. Stellt sich hier hin, dass der laufen müsste. Zack. Luigi, weil er es kann. Macht Eisenblick. Mario schießt auf ihn drauf. Und tötet ihn ohne Probleme. Ja gut, ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Dann können wir hier hinlaufen. Und den auch noch töten. Krass. Ducken, Mario. Na, ist er tot? Ja. Sehr gut, das lief doch schon mal tausendmal besser als im ersten Versuch. Ja, ich hoffe doch. Das war so ein komischer Shotgun-Typ, das heißt... In einer der großen, ja. Wir verteilen uns hier ein bisschen. So. Ichi geht hier hin. Der maximal einen von uns erwischen kann. Und Mario, geh hier hin. Wir sind alle gut verteilt, aber trotzdem nicht zu weit entfernt. Ich hoffe doch, dass das was wird. Hey, warum hat er nicht geschossen? Ja, okay. Du kannst nicht hinter ihn herlaufen, das Ende leider. Das heißt, du kannst nur von links und rechts ihn treffen. Die Frage ist, wie weit, wenn du eine Reihe vor ihm bist, kannst du ihn noch treffen, oder? Oder muss man halt direkt auf der Höhe sein? Na, das passt. Ja! Reicht das? Nee, ich hab den Char nicht gesehen. Ganz. Oh. Hä? Was passiert jetzt? Los? Keine Ahnung, warum das jetzt so Slow-Mo-mäßig war. Aber Mario... <Ja. lacht> Mario macht ihn tot und geht... Keine Ahnung, hier hin. So viel besser kann's laufen, ey. Alter, wie viel fehlen noch? Oh, oh, Luigi. Deckung. Luigi. Wird sterben. Du hast halt auch keiner, der drauf schießt, leider. Die haben sich wenigstens ein bisschen gegenseitig Schaden gemacht. Ich habe eine Idee, wie ich... Na, schwierig. Noch drei musst du schaffen. So, du gehst hier mal... Bis wohin kann Mario laufen? Dahin. Kommt, der eine ist fast tot, ja. Von hier aus treffe ich beide, dann gehst du hier hin.
Ja, es... Ach, jetzt hättest du auch mit dem Hammer. Aber wenn ich jetzt mit der... Ja, wollte ich ja sogar machen. Aber wenn ich jetzt mit der Shotgun reinschieße... kommen die ja beide her. Deswegen mache ich vorher Leibwächter. Und ich mache vorher... den Sprung mit Mario auf den, dass der schon mal ein bisschen mehr macht. Ist die Frage, versteckt dich da hinten links, oder? Ist das Beste? Ich glaube, ich muss hier hingehen. So darf ich ja gar nicht. Hinten links. Ja, dann hier. Dann, ja. So. Oh, der eine. Oh. Kann sich nicht bewegen. Alles gut. Ja, es ist nicht gut, dass er sich nicht bewegen kann. Sonst wäre er jetzt tot. Oh, okay, er ist auch so tot. Okay, einer noch. Ärgerlich, dass Mario jetzt gestorben ist, aber. Der hat alle nicht nah genug. Ja, weil Mario nicht so eine Reichweite hat. Überleg mit Bedacht, was du tust. Findest du den Schwierigkeitsgrad noch angenehm oder denkst du dir so, ach Gott, das ist ja jetzt schon so hoch? So könnte es bleiben, wie es jetzt ist. Also groß höher bräuchte ich es nicht. Aber es wird halt höher werden, deswegen. Ich frag mich halt, was die beste Combo ist von den Charakteren. Oha! Komm her, du Lusche. Alter, was ist denn das mit Slow Motion hier? Jetzt kommt der gleich nochmal, oder? Ach toll, der eine kann mich jetzt abschießen, aber... Ja, trifft er dabei den anderen? Ja, tut er. Oh, sogar schon fast tot. Hätte der nicht da stehen bleiben können, das wäre cooler. Ja, komm, renn den jetzt mit Mario um und Ende. Nein. Hä, hey, warum nicht? Weil ich allen nochmal Schaden mache. Bam! Wenn der jetzt gestorben wäre. Ach nein, okay. Ui. Ah, wir laufen noch ein Stück. Schwierig, wir laufen noch ein Stück. Oha, oha, oha. Und der erste Bronzepokal. Oha. Das ist ja eine Tragödie. Jetzt wisst ihr auch, wie Bronze aussieht. Ach, da ist schon eine rote Münzenmission. Oh, das ist ja Hallo. Ja, er hat mir zwar Angst ein, aber wie kunstfertig diese kürbisförmige dieser kürbisförmige Kettenhund geschützt wurde, ist beeindruckend. Ich habe am Anfang erst gar nicht erkannt, dass das ein Kettenhund ist. Aber ja, schöner Kettenhund. Oh, da ist 8. Okay, da gehen wir nicht hin. Dann machen wir hier noch ein bisschen Overworld-Kram. Und 8 ist ja noch schon das Vorletzte, weil danach kommt 9. Und 9, meine Freunde, ist der Boss. Und dann kommt ja diese 3 Jahre Backtracking hier in der Welt. Mhm. Und ich habe eine Münze übersehen. Münze! Hä? Komm, guck dich noch um. Du findest sie. Da, 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 da! Ach, egal. Brünnhilde. Es gibt keine Peach-Enten mehr für uns. Ach, schön. Ich würde ja mit Alten. Mario gerne aus... Nee, leider nicht wirklich. Hä, gab's nix. Ja, dann ich will da noch mal aus halt.
Sicher? Sonst nichts. Ich will nur sicher gehen, weil mich nervt es halt, wenn man dann beim nächsten Mal hier backtrackt und dann sagt, wie haben wir das nicht gefunden? Aber wie es aussieht, war es doch alles. Das ist eine gute Partlänge, würde ich sagen. 20 Minuten ist mein Minimum und das haben wir erreicht. Ich weiß gar nicht, wie man das besser aufteilen hätte können, wenn wir es jetzt im ersten Trial geschafft hätten. Aber so ging es auch. Ihr solltet den nächsten Part nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.